Bald heißt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich heraus, Feldbetten, Lagerfeuer und Schonkost. Harald Glöckler hat es sich deshalb vor dem offiziellen Start des Dschungelcamps am 21. Januar nochmal richtig gut gehen lassen. Der Modedesigner hat sich nämlich First Class für den Flug nach Südafrika eingebucht und mit seinem Sonderwunsch polarisiert. Denn während die restlichen 11 Promis in der Business Class reisten, hat sich der frisch gebotoxte 56-Jährige eine pompöse Extrawurst gegönnt. Ich habe sehr gut geschlafen, zeigte er sich entspannt in einem Instagram-Video. Ich freue mich darauf, ich hatte lange genug Zeit, mich darauf vorzubereiten, so Glöckler weiter. Und das hat er offenbar gewissenhaft getan, und zwar nicht nur mit ausreichend Schlaf. Um möglichen hygienischen Problemen vorzubeugen, hat der extravagante Designer ordentlich nachgeholfen, mit Permanent Make-up und Botox unter den Achseln, um nicht zu schwitzen. Was die anderen Kandidatinnen und Kandidaten von seinem pompösen Sonderwunsch halten und ob er mit weiteren Allüren im Camp für Beef sorgt, bleibt abzuwarten.